Ja, Herr Könner, der Rhein-Pfalz-Kreis ist der erste Kreis, die erste Kommune, die tatsächlich die umstellt auf die Bezahlkarte. Was war Ihren Beweggrund? Es sind eigentlich zwei Themen. Einmal ist es klar, wenn die Flüchtlinge bei uns dann am Kreishaus ankommen, müssen die natürlich als erstes mal Bargeld bekommen. Das ist natürlich ein Sicherheitsfaktor für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Genauso auch, das gilt auch bei den Gemeindeverwaltungen, da wird Bargeld vorgehalten. Und das war natürlich schon ein Punkt zu sagen, das wollen wir abstellen. Dann war eigentlich die Möglichkeit, eine Bezahlkarte einzuführen. Das ist ja nichts Neues, es ist eine Debitkarte, keine Kreditkarte, sondern es ist eine Guthabekarte, gibt es schon lange. Und dann haben wir gesagt, okay, diesen Weg beschreiten wir. Das andere ist natürlich die politische Dimension, zu wo wir gesagt haben, ach, dann der Antrag im Kreistag, wir wollen, dass das Bargeld begrenzt wird. Ja, dass also nicht so viel Bargeld dann benutzt werden kann, um in die Heimatländer zu überweisen, um dann die Schleuser zu bezahlen und so weiter und so weiter. Und da gab es ja unterschiedliche Diskussionen. Das war am Anfang sehr ablehnend. Dann gab es mal einen Beschluss vom den Ministerpräsidenten mit dem Bundeskanzler. Es wird eine Bezahlkarte kommen. Aber da waren wir eigentlich schon auf dem Weg, das dann einzuführen. Und somit haben wir gestern im Kreisausschuss beschlossen, final, wer dann unser Partner ist in dieser Sache, und wir werden in den nächsten Tagen jetzt dann auch mit der Ausgabe der Bezahlkarten beginnen. Wie war die Abstimmung im Kreishaus? Also das, ich darf hier aus einer nicht öffentlichen Sitzung das nicht sagen, aber es ist eine sehr gute Mehrheit. Wann wird sie eingeführt? Wir hoffen, dass schon mit den ersten April-Zahlungen dann die ersten so peu à peu dann die Bezahlkarte bekommen. Das Besondere bei dieser Bezahlkarte ist auch, nur wir haben die IBAN-Nummer, also nur wir als Kreis können, beziehungsweise die Gemeinden, wir können die Karte laden, und von dieser Karte kann keine Überweisung getätigt werden. Es kann angekauft werden, man kann auch eine bestimmte Summe, die wir auch begrenzt haben, Bargeld abgehoben werden, aber das bedeutet Bankgebühren beim Geldautomaten, die dann vom Guthaben abgehen. Das war uns dann also wichtig, und das Schöne, sagen wir mal, ist eigentlich auch, dass der Anbieter, so hat sich das bisher gezeigt, dass wir auch nach ein, zwei Monaten was verändern können. Ja, wir haben also jetzt gesagt, diese Karte gilt dann nur in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen, Metropolregion, ja, also nicht in Hamburg, wo man sagt, okay, das ist also auch auf regionaler Ebene, und da gehen wir mal an den Start. Wie viel Bargeld darf man abheben? Pro Karte, der erste Betrag ist 200 Euro, und danach für weitere Haushaltsangehörige sind es dann 70. Wer die Diskussion kennt, ist ja in Bayern, die fangen 70 pro Person. Wir haben dann beim ESE gesagt, okay, der Haushaltsvorstand 200 Euro plus dann Haushaltsangehörige jeweils 70. Abschließende Frage, wie viel ist grundlegend auf der Karte pro Monat? Ja, das hängt damit zusammen, Haushaltsvorstand, dann wie lang ist er, ist es jetzt ein Asylant, der jetzt erst gekommen ist, nach 18 Monaten ändert sich der Satz, geht er in den Jobcenter rüber, ist unsere Zahlkarte dann vorbei, also das ist also schon ein Punkt, auch die UMAs, wo wir versuchen dann ab 14 Jahre, vorher geht es halt nicht, dass also auch die UMAs dann als eine Geldkarte bekommen, wo sie natürlich auch dann das Bargeld begrenzt bekommen. Kutan Immobilien, meine Nummer 1, Ihr Makler in der Metropolregion. Kutan Immobilien.